Hier sind die beiden. Bereit für jegliche Schandtat heute Abend auf dem Dom. Stehen sie hier in dem Hinterhof, wie kleine Schwuljungs, die gerade beim Rauchen erwischt wurden. Ist das irgendwie so, dass man das nicht Kirmes nennt, sondern Dom, habe ich jetzt. Ja, ja, ja. Aber das ist so, dass... Das ist so, wenn man das Kirmes nennt, ist so Untergang. Bei uns heißt das Dom, Digga, weil das, ich habe noch die Story gepostet, dass wir hier live sind jetzt. Hamburger Dom und das Event heißt Dom. Kirmes sagt man, glaub, wenn man weiter runter in den Süden geht. Also du hast heute die Aufgabe, die Dankbare, Digga, dass auch viel Vertrauen, dass du das Mikrofon die ganze Zeit hältst. Ja, das ist kein Problem. Da habe ich wenigstens was, an dem ich mich festhalten kann. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich war das letzte Mal mit 9 Jahren auf dem bei einer Kirmes und hier war ich ja noch nie. Das wird lustig. Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie das wird von den Menschen und so. Also im Sinne von, wie viele Leute werden da sein. Also ich bin mal gespannt. Wir haben natürlich auch jede Menge Security heute mit dabei, um alles abzusichern. Wobei ich glaube persönlich, dass es deutlich ruhiger wird. Ich habe gehört, dass momentan auf dem Dom nicht so viel los ist. Ist halt auch arschkalt. Die wenigsten haben Bock, auf den Dom zu gehen bei solchen Temperaturen. Und man muss auch fairerweise einfach sagen, auch wenn es uns beiden gut geht, rein finanziell gesehen ist so ein Ausflug auf den Dom mit der Familie auch einfach teuer, Digga. Guck mal, da sind unsere Jungs. Oh, Jungs, hallo, dahin, hallo. Oh, die Bullen wollen uns direkt catchen hier. Mit Warnblinker, die haben doch wieder, die fühlen doch was im Schilde, Digga. Guck mal, wie, oh, Digga, das, oh. Das war der Dom. Hier einmal, film einmal längs, das ist der Hamburger Dom, Digga. Wir fahren hier einmal mit der Bimmelbahn und dann war es das aber auch schon wieder. Ich will in die Polizeikarre rein. Nee, also der Hamburger Dom ist schon ein Highlight für uns. Vor allen Dingen jetzt auch nach Corona und so, dass er jetzt wieder am Start ist. Das ist schon eine feine Sache. Und ich glaube, bis auf die Temperatur jetzt hätte jeder Bock, hier gerade zu sein. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war, also welcher Tag, aber da war es proppevoll. Das sieht sehr entspannt aus eigentlich. Natürlich wird es sich ein bisschen rumsprechen, dass wir hier sind, aber ich glaube, dass wir hier heute ganz gut fahren vom Publikum her. Also, dass heute nicht so viel los ist. So, wir gehen erstmal an die Greifautomaten, da habe ich voll Bock drauf. Komm, 1 Spiel 2 Euro, 3 Spiele 5 Euro. Erstmal müssen wir wechseln, komm. So, ich frage erstmal kurz, ob das in Ordnung ist hier mit Film. Einen Augenblick. Ja, es ist natürlich mit diesen Greifautomaten, ist immer die Frage, was ist denn da drin? Sind das hier lizenzierte Deadpool-Produkte oder nicht? Ihr Super Mario, darüber würde ich mich eigentlich freuen. Wenn der Marcel so einen für mich rausholen würde, darüber würde ich mich freuen. Passt alles, wenn wir viel Geld ausgeben, sind wir hier beliebt. Also so. Wir haben hier Among Us. Wollen wir Among Us? Ja. Komm. Okay. Ich bin suchtanfällig für diese Dinger. Sieht ja eigentlich nicht schwer aus. Das ist wie ein Spiel, wie ein Automat im Casino. Der ist darauf eingestellt, dass das nicht funktioniert. So, komm, Adiala. Der ist perfekt, der kommt gut. Willst du? Oh! Mach du mal einen Versuch. Du, guck mal, Marcel, was du nicht verstehst ist, du musst an die gehen, die weiter oben sind, ja, damit okay, der fester greift. Ja. Hol doch die da hinten aus dem Regal, Alter. Guck mal, du musst es so machen. Das ist auch eine Schwerpunktanalyse. Okay. Mach. Ja, eine Sekunde. Erstmal auspendeln lassen. Der kommt. Der greift sehr gut. Oh mein Gott. Das ist doch Schiebung, Alter. Hast du das gesehen? Wie soll das funktionieren? Aber ist das nicht das Glücksspiel eigentlich, ne? Auch nee. Mit Geld? Nee, das geht nur um diese Tiere. Aber ich bezahle ja dafür. Nein, also man aber muss... Aber heute Abend ein Duarm auf dem Markt. Hä, aber der hat bei mir voll gesessen. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, ich zeig dir mal, wie das geht. Oh, der kommt auch. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Jalla. Komm, oh. Du. So, komm, mach noch einen. Du willst den Hochstehenden holen? Nee. Du hast Zeit, nur noch 12 Sekunden Zeit. Ach so. Hol den Einhorn, Kollegen da. 5 Sekunden. Digga, der greift ja mitten ins Nichts. Bleib mal locker, Marcel. Bleib mal locker. Also ja. Das war wohl das. Also das ist das komplett, Digga. Gehen wir woanders hin, komm. Was wollen wir noch holen? Ey, die hätte ich wirklich gerne. Ey, die kannst du mit dem Reißverschluss aufmachen. Okay, ich hol dir den hier. Alter, das sind so Bohnen, auf Edamame angelehnt. Den hol ich dir, Marc. Für dich, Bruder. Bumm. Komm. Der kommt perfekter Rino. Ja, das irgendwas stimmt hier mit dem Automaten nicht. So, jetzt ja. Guck mal, ich hätte. Vom Griff perfekt. Guck mal. Ja, das, Digga. Kann man die Sache nicht einfach so kaufen? Man kann sich nicht immer alles im Geld im Leben leisten. So, komm. Ja, oh. Also, sorry, Marcel, aber das war es ja gar nicht. Also. Das war's kompletter Riese, ja? Digga. Ja, einer muss doch, Digga, weißt du, was ich meine? Der kommt perfekt. Gut.
Ey, was ist eigentlich hier mit so einem großen Ding? Einwurf pro Spiel. Was? Guck mal, die nehmen direkt Fünfer hier. Sogar 20 genehmigt. Ey, also hier hat die Inflation aber derbe zugeschlagen, ne? Mach doch einfach mal 15 Spiele für ein 20. Ich will die Bohne haben, Digga, jetzt. Du willst sie auch haben, ne? Schlechter kann es ja nicht werden als eben. Aber der Artikel als solches bietet auch nicht so viele. Der kommt, gut. Ich denke, warte. Okay. Wir bleiben so lange hier, bis einer rauskommt. Sonst das ist ein 6-Stunden-Spiel von hier. Bis das Ding hier zumacht. Auch bitte nur an diesem Automaten. Ich bin auch suchtanfällig für sowas. Ich will ja mit Gewinnermentalität hier rausgehen. Ey. Komm, Bruder, mach du noch einen Try. Das war nicht gut, dass wir hier direkt hingegangen sind. Marc zeigt jetzt, wie es funktioniert. Vielleicht muss man auch den Knopf gedrückt halten. Das Ding verarscht dann. Wir gehen nochmal woanders hin. Ja, wir haben alles abgeräumt hier an der Stelle. Also, wir haben 12 Euro verloren. Okay. Also, Marc, der Tag, was soll ich dir sagen, Digga? Das wäre teuer heute. Ich wäre eigentlich nochmal umdrehen, Digga. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn hier noch? Also, wir haben Bock auf noch mehr Spiele, glaube ich, oder? Oh, ich habe auch. Wie ist bei dir mit Appetit? Hast du schon einen gewissen Appetit? Wir wollen ja mehrere Sachen probieren. Da würde ich sagen, wir machen mehrere halt. Größere Haltestellen. Warte mal, was ist das? Oh, ja. Bälle werfen. Da sind wir drin, Digga. Da sind wir drin. Jetzt zeige ich mal, wie das. Warte mal, ist der Kollege. Ich frage erstmal kurz nach. Ja. Ja, okay. Was kostet Bälle werfen hier? 3,50. Dann schon mal für dreimal da. Nicht zu feste machen, Marcel, ne? Also, ich wollte es nur sagen. Digga, ich wollte den Wurf, das war ehrenlos. Okay. Gut, wir gucken mal. Ja, das war eine gute Taktik. Ah, okay. Mit ja. Bande. Ja. Wie hinten rum, weißt du? Wie beim Bowlen, weißt du? Ja, okay. Also, du musst alle runterräumen, ne? Oder? Alle runter, ja. Ah, okay. Okay, wir haben ja noch. Du musst es schlagen. Wie viele hatte ich noch? Über 4, ne? Ja, das war ja gottenlos schlecht, Alter. Das einmal rausschneiden hier aus dem Dings. Zeig mal her, 4 Stück. Okay. Digga, das war's komplett Arino. Okay, du musst jetzt noch einen weg, dann ist gleich. Okay, das gibt auch nochmal ein Rematch. Ja. So, ich bin dran. Oh, Alter, das ist stark. Stark, Marcel. Okay. Mann, ey! Okay, wir haben ja nochmal weiter jetzt hier. Ja. Ey, das war so ein guter Anfang, da hab ich so reingeschissen, Alter. Ja. Nicht schlecht, solide, so wie ich am Anfang. Oben rechts. Ja, genau da meine ich auch. Okay, Gleichstand. Oh, Marcel. Oh, weil ich beliebt hab. Mach das mal nach. Stark. Von uns beiden die beste Runde. Schlecht, ja. Es steht 1-1 und jetzt in das entscheidende Match. Also, du triffst sie aber auch wirklich gut. Die stellst du jetzt nicht übereinander? Erst zweite Runde. Ja. Was willst du machen? Die stehen alle so flach, Alter. Das ist eine richtige Scheiße jetzt, Digga. Ach, Digga. Tja, was soll man sagen, Marcel? Ja, warte mal. Ach, Digga, scheiß drauf. Du hast noch einen. Ey, Mann, ey. Ja, schon besser als ich, oder? Ja, nee. Ui, der war nicht schlecht, ne? Okay, halten wir fest, du bist der Gesamtwinner. Die beste Runde hatte ich. Und damit muss Marcel tatsächlich scharf essen. Ich habe da schon mal was vorbereitet und da haben wir die Soße tatsächlich auf jeden Fall vorbereitet. Nein. Wir brauchen einmal die scharfe Soße. Auf keinen Fall. Also ganz klar, ich werde hier heute nicht scharf essen. So, ich muss noch mal für mein Ego, aber trotzdem. Okay. Die Runde eben war echt Mäuschenmeier. Stark, Marcel, stark. Okay. Stark. Auch wirklich Glückssache. Super, Marcel. Herzlichen Glückwunsch. Gut, danke. Das war eine super Runde. Schönen Tag noch. Ciao. Das war's komplett, Alter. Weißt du, was ich auf jeden Fall hier heute essen werde? Ein Maiskolben mit Kräuterbutter. Oh, okay. So, warte, halt mal ganz kurz. Ich frage mal wegen Kamera und so. Ja. Also ich sag euch eine Sache. Als ich auf die Kirmes gegangen bin, also hier ist ja keine Kirmes, das Einzige, was ich gemacht habe, also ich war nie auf solchen Dingen. Auch was ich überhaupt nicht mag, ist Geisterbahn.
Geisterbahn ist bei mir ganz kritisch. Auch so gruselige Filme und so. Aber ich glaube, den Fuzzy Lachs, den schaffe ich noch. Warum, wie sieht's aus? Ja, er muss ein bisschen kämpfen. Ist eng, aber ist mir egal. Ah, okay. Aber guck mal, wenn er die Gamescom geschafft hat, das ist übrigens der Kameramann, mit dem wir auch die Show begonnen haben, wenn er die Gamescom geschafft hat, dann wird er das jetzt auch durchstehen. Hast du Bock oder was? Da gehen wir mal rein. Guck mal, ach so. Okay. Hier geht's schon los. Oh mein Gott. Warte. Geh mal zurück. Das ist schnell. Da kannst du dir richtig wehtun, Digga. Meinst du? Aber das geht doch klar. Okay, gut, dann haben wir da. Ja, nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh! Marc macht es doch genau richtig hier. So, ich freue mich auf den Kamera. Okay. Ich freue mich auf den Kameramann, Digga. Jeder muss hier kämpfen. Digga, was passiert hier, Alter? So. Jungs, weiter. Weiter. Los. Mund zu und weiter. Da kann man eigentlich den perfekten Slide drüberlegen, oder? Ja. Lass mich mal probieren. Ah, ist auch für die Kamera, glaube ich, perfekt, ne? Das ist so etwas. Hallo, Monte. Ich hätte so gern losgelassen. So. Ach so, wir müssen ja weiter oben. Ah ja, einfach für den Effekt, weißt du? Ja, ich. Das geht euch, oder? So, okay, jetzt gucken wir mal. Ah ja, okay. Digga, das musst du vorher mal filmen. Aber ich muss sagen, ich finde den hier noch besser. So, ja? Was ist dieser Hugo? Ja, stimmt. Oh mein Gott. Geht mal weiter, wir sind ja am Stream, das seid ihr die ganze Zeit zu sehen. Hui! Der Wert von sowas ist schlecht. Ne, echt? Ja, ja. Guck mal hier geradeaus durch, was da noch für Fahrgeschäfte sind. Ja, Marcel, da müssen wir hin. Weiß ich noch nicht. Marcel nimmt auch das Ding einfach komplett auseinander. Eine Serie, die ich immer geguckt habe, war Bear Grylls. Von daher, ich kenne mich mit solchen Sachen auch perfekt aus. Das Einzige, was du machen musst, man muss immer... Du kannst mich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Doch, könnte ich. Na? Ja. So, also ich habe jetzt nur noch mal, damit ihr auch so ein Preis-Leistungs-Verhältnis habt, für drei Personen, ich weiß nicht, ob er wollte erst, dass wir umsonst reingehen, ich habe aber zu ihm gesagt, wir wollen nicht umsonst, ich will normal bezahlen. Ich habe jetzt für drei Mann, glaube ich, 13,50 bezahlt. Ui. Wollen wir rutschen oder was? Oder was ist da? Wir gucken nochmal. Oha, Jungs, was ist das denn, Alter? Ist das eine Rodelbahn oder was? Also da fällt man runter? Ja, zeig mal die Jungs da. Zeig mal her hier den Hobel. Wieder schauen, reingehauen, Jungs. Ohne festhalten, ja? Das ist auch cool. Oha, Alter. Oh, nee, hier war alles nass und ich bin mit den Fingern durch, Alter. Jetzt habe ich nasse Handschuhe, ey. Hier. Ja, das geht ja. Warte, so. Oh, Mensch. So, hier der freie Fall aus 10 Metern, Digga. Also ich glaube, das sollte man ja abkönnen. Ja. Der Kameramann muss jetzt... Oh! Das war ganz geil, oder? Das war schon ziemlich doll auch, also. Wo ist der Kameramann jetzt wirklich komplett einmal runter, oder was? Ja, ich glaube. Du bleibst hier sitzen, Digga. Ja. So, hier haben wir ein paar. Du bist einfach zu fett.
Ja, wir holen dich später ab einfach, Digga. Skyline TV. So, jetzt aber. Also ich sag euch ganz ehrlich, Livestream-Chat, das waren freier Fall 10 Meter, hätte ich gedacht, ist Peanuts gewesen. Aber hat man schon gemerkt. Ja. Wo geht's hier überhaupt raus, Alter? Der Kameramann musste wirklich komplett noch einmal runtergehen alleine. Also ich sag ganz ehrlich, so einen kleinen Snack könnte ich jetzt mittlerweile auch schon gebrauchen. Also das findest du nicht schlimm? Guck mal, füll mal rüber. Das ist doch schlimm. Ja, hört euch, ich muss einfach mal den Ton weg. Ach so. Ja. Oh, warte mal, ein Hotdog. Digga, ich esse ja kein Fleisch mehr, Mann. Ich vergesse das immer. Nachos haben die auch. Lass mir mal kurz hier auf die Karte gucken, alle. Oh, schießen. Wir, ja, Lucky Luke, so. Okay. Oder warte mal, da drüben ist irgendwas mit Toilette, Alter. Komm, wir gehen. Jungs, wir gehen hier rüber. Halt mal kurz das Mike, ich frage mal wegen Film. Ja, muss mal gerade nachgefragt werden. Also, ich muss sagen, mit dieser Höhe gerade, das war schon, hat man schon gemerkt. Und? Der Zombie, den können wir auch reingehen noch. Ja, muss nicht sein. Das, wieso? Na, also, weißt du, Geisterbahn war nicht so meins. Doch, da gehen wir rein. Du kannst ja einen aussuchen, wo wir heute gemeinsam reingehen, okay. Wo ich nicht rein will. Na, da ist doch auch. Aber und was sagst du? Achso, muss einer Chefin anrufen. Okay. Weil wir sind ja hier, also man kann ja nach einer Erlaubnis hier fragen zu drehen, die wir auch nicht haben. Man kann ja nicht jedes einzelne Fahrgeschäft vorher anrufen und fragen, ob ja, man ja. hier. Und deswegen fragen wir kurz einmal nach. Ja. Geht los? Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, was muss man hier machen? Man muss die Dinger in die Toilette schmeißen, oder? Dann hätten wir gerne zwei Spieler einmal. Also die Taktik ist, Marcel, da reinzutreffen, ne? Ja. Das ist die Taktik. Ich glaube, ich werde gut da drin sein. Ja, meinst du? Oh, okay. Da ist also der Haken. Oh, stark. Ach, was war das denn, Digga? Okay. Die kullern immer zurück. Du musst, dass die direkt reingehen. Oh, knapp. Also erstmal Warmwerfrunde nur. Oh, da vorne gibt es diese. Da gibt es diese Dinger zum. Die habe ich geliebt. Diese. So, gut. Also ich habe einen nur getroffen, ne? Ja, okay, Marc. Scheiß drauf, Digga. Ja, okay, scheiß drauf. Oha, Marc Abi, Digga. Was ist denn da los, Alter? Oha. Jetzt der Letzte, Digga. Wenn du den machst, machst du dich unsterblich. Ah! Alter, das war stark. Mach nochmal, komm. Wir wollen nichts mitnehmen. Wir wollen einfach nur spielen. Nee, brauchen wir nicht. Alles gut. Also, ich will nochmal spielen. Du kannst vielleicht für dich sprechen, Marcel, aber kann ich so einen Flieger haben? Da gibt's doch diese Flieger zum Zusammenbauen. Das Bombeck da. Sind das keine, das müssten so Styropor-Sachen, oder? Sind die aus Styropor? Ah, okay, nee, du musst noch draufdrücken, dann explodieren die. Okay. Wollen wir noch einmal, oder? Wir wollen noch einmal, ja. Können wir kurz noch einmal festhalten? Es war on camera, ich habe alle getroffen. Marcel hat einen getroffen. Ich wollte es an dieser Stelle nur festhalten. Was? Nein, alles gut. Ich wollte nur gerade den Stand festhalten. Mach du jetzt nochmal. Als erstes. Du legst jetzt vor. Das war ja nur eine Warmwerfrunde. Stark. 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 Ah. Stark. Stark. Das war echt stark, Digga, muss ich sagen. Ja? Ja, war stark. Ja. Okay. Ja. Okay, jetzt muss ich alle treffen. Oh. Okay. Ah, okay. Kann ich mitleben. Ja. Dankeschön. Guck mal, vorne wartet schon jemand auf uns. Augen, Blickkontakt, jetzt schießen wir. Komm. Moin. Na, wen haben wir denn da? Wir wollen schießen, Digga. Also zwei Spiele. Was kostet das? 8 Schuss, 5 Euro. Ja, da machen wir, ja, Digga, ich habe bestimmt, seit wir hier sind, schon Honig verdroschen, Alter. Jeder 8 Schüsse halt, ne? Ja. Ja. Jetzt macht der freihändig. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ich würde dich auch mal gerne vor. Nee, du machst als erstes. Ich mach als erstes. Jetzt was, ich habe immer vorgelegt. Ich würde sagen freihändig. Gut. Stark. 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 Digga. Ich bin mit dem falschen Mann hierher gegangen, Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Er macht alle weg, Alter. Ganz konzentriert er sagt. Ah! Konnte?
alles gut. Oh, danke. Ja. Ich habe beide weggehauen. Wie viel hat er jetzt weggemacht? Das waren ja mehr als 8 Schüsse. Ich hab nämlich den 1 zu 2. Hast du es on camera? Hast du es on camera? Mit einem Schuss 2 geholt. Ich bin mit dem falschen Kollegen hergegangen, Digga. Also Marcel, keinen Druck, du musst nur jeden treffen. 2 Stück mit einem Schuss. Nein, mach das auch. Okay. Marcel ist auch nicht schlecht. Okay. Okay. Ei, der war daneben. Jetzt. Aber ich habe mit einem Schuss 2 gemacht. Ja, deswegen hat sich gerettet. Ei. Also ganz kurz, zählen die nicht, wenn die halb abbrechen? Nee. Aber sobald ich sie so also zähle ich sie mit. Aber Marcel, das sind ganz allgemeine internationale Regeln, die auch jeder kennt an dieser Stelle. Ich müsste mit einem jetzt 2 machen. Ja. Oh. Ja, also, aber das war auch beschiss, Digga. Also man muss fairerweise sagen, ich will noch ein Rematch. Ja? Ja. Was ist denn, sind denn andere Sachen schwieriger als das? Ja, das Herz gar nicht. Das Herz? Okay. Extrem schwierig. Du musst quasi, darfst nicht das Rote treffen. Wie viele, 3 Schuss? Willi ist 3 Schuss, du musst 1, 2, 3. Kann ich mir aussuchen, welche Reihe? Kannst du aussuchen, welche Karte, aber du musst auf der Karte alle 3 Herzen treffen. Okay, erster. Ich bin Entertainer, also... Genau, der war jetzt gut. Oh, stark. Mach das doch, Digga! Aber das war's, du hast nur 3 Schuss. 2 von 3. So, Marc, dann zeig mal her den Hobel. Oh, okay. Nachladen musst du, Marc. Genau da gestoppt bin ich. Okay, und jetzt den da drunter. Wenn du den triffst, ist Gleichstand. Und ich sag dir, das ist schwierig. Sehr schwierig. Oh! Ja, Marc, wenn es im Leben dann wirklich auf die Herausforderung einkommt, dann versagt er auch mal, Merke, ne? Das war leider meins. Ich habe das Rote getroffen. Wichtig und richtig auch für Selbstbewusstsein. Ja. Nicht komplett als Versager hier rauszugehen. Auch meine Disziplin gewinnen. Also, aber es war auf jeden Fall schwer. Willst du noch einmal oder? Nee, gut. Alles klar, Jungs, dann lasst euch gut gehen, ne? Ciao, ciao. Also ich brauche irgendeinen kleinen Aperitif jetzt, Digga. Wir gehen mal kurz rüber. Ich hätte gerne einen Spritzkuchen. Zum Mitnehmen. Ja, willst du auch einen? 2 Spritzkuchen bitte. Vielleicht wäre auch gut, Dinger, wenn die Jungs von dir auch mal die Zuschauer ein bisschen wegschenken. Weil sonst haben wir irgendwann eine Traube hinter uns. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Aber weißt du, wie ich meine? Weil die laufen jetzt die ganze Zeit hinterher und dann bildet sich eine Menge. Und dann sind wir auch eine größere Masse, die eventuell irgendjemand mal, ne? Ob die darauf hören, ist eine andere Sache. Wir können versuchen. Ja, Fragen kostet ja nichts so mäßig, ne? Die Leute wollen mal ein bisschen filmen, ist ja in Ordnung. Aber dass man sagt, ey Jungs, ihr habt jetzt gefilmt, geht bitte weiter. Nein. Dankeschön, schönen Tag noch, ciao. Oh. Geil, Digga. Richtig süß, verboten, aber lecker. Mm. Dann gehen wir rüber zum Ballon-Gaudi. Marc, ja? Halt mal ganz kurz. Ich will mal kurz fragen wegen Film. Er hat gesagt, ist okay, aber er fragt immer noch mal seinen Chef. Ich finde, das gehört sich auch über Livestream-Chat. Auch wenn das vielleicht für euch jemand mal kurz 2 Minuten Zeit heißt. Aber lieber frage ich erstmal bei jedem Stand. Wenn ey, wir da müssen wir auf jeden Fall drauf gehen. Ja. Das ist der Klassiker, alter Marcel. Ich bitte dich, das ist auch nur Mast. Okay, jetzt geht's los in die letzte Runde. Okay, let's go. Okay, let's go. So dieses Drehen finde ich schrecklich. Echt? Ja, schon, ja. Also ich fand jetzt dieses Höhe-Ding war schon so... Ja, wir gehen da gleich noch rein. Da läufst du mir nicht weg von. Wir machen 40, wir wollen ja auch nicht zu lange. Ja. Jeder 7 Dinger und mal gucken, wer... Mal gucken, du. Wir gucken mal. Soll ich mal anfangen? Ja. So, dann schauen wir mal. Eieiei, Marcel. Eieiei. Da gucken wir mal jetzt... Okay, der erste war jetzt erstmal kein Treffer an dieser Stelle. Okay, 2 schon. 2 hat er. An dieser Stelle 2. 3. Oh, stark. Okay. 3. Oha, jetzt dreht er auf. 5. Ah, 5. 5 von 7, okay. Okay, dann bist du dran, Marc. 1. Der zählt, gut. Der zählt, ja. Ja, der Wind auf meiner Seite. Sympathisch, Digga. Oh, oi, Marc, was ist denn da los? Wenn du jetzt einen verfehlst, dann war's das. Der Druck auf den Schultern, Marc.
Oh, der war schon draußen. Nein. Das heißt, das Spiel hat auch Onkel Monte wieder für sich entschieden. Stark. Ich danke euch und wünsche einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Gut, dann gehen wir jetzt in die Gruselbahn. Okay, ich frage kurz einmal nochmal nach wegen Dings. Okay. Also, wir können reingehen. Das Einzige, wo er aufpassen muss, ist, wenn man hochfährt, das ist relativ schnell. Weil wir fahren ja, glaube ich, bis ganz nach oben. Da muss er die Kamera festhalten. Entweder nimmt er die mit oder die Actioncam. Ja, kannst du dir das einmal dran machen? Das ist einfacher. Dann müssen wir nicht ich nehme es einfach in die Hand. Ja, nee, ich weiß nicht genau. Bei dem war ich noch nicht. Damals, als ich auf dem Dom gestreamt habe, war ich da nicht drin. Ich will dann vorsichtshalber vielleicht lieber nur mit der Actioncam. Ja gut, da gehen wir mit der Actioncam. Also für drei Mann. Okay, los geht's. Ich wollte einfach nur mal hier rein. Man muss ja alles mitnehmen, Digga. Ja. Wir müssen hinten und dann er. Ja, er muss da hinten filmen. So. Also die Kamera gut festhalten. Weil es gibt Momente, wo man halt wirklich... Oh, oh mein Gott, Gott, Digga. Oh mein Gott. Digga. Oh, oh mein Gott, Gott, Digga. Oh mein Gott. Ah, Alter. Hey. Ich sehe, Digga. Oh, oh Gott. Digga, es hat so in meinen Rücken gerade reingezogen, Alter. Digga, er unterhält sich auch gerade mit mir. Und dann auf einmal geht's los, ey. Weißt du, der Start, der war eine Zeit. Ich hab voll erschrocken. Das ging einfach durch den ganzen Körper gerade, Alter. Wie war der Start bei dir? Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Achtung! Ich glaube, das war schon, Digga. Das sieht mir irgendwie nicht so ein Tipp abgenommen aus. Oh, oh Gott sei Dank. Hey! Also, oh Gott. Ich war hier schon mal drin, ne? Nee. Ja, ja. Warst du schon mal? Ja, ja. Hey, yo, Commander Krieger, was geht, Digga? Ja, oh mein Gott. Also ich finde das, muss ich gestehen. Das war eine 10 von 10. Ich fand es überhaupt nicht. Also ja. Ui. Oh. Also so wie letztes Jahr auch, ich finde es nicht gruselig, Digga. Okay. Null. Ich weiß, was ich gar nicht stehe, wenn so echte Menschen da sind. Aber sind ja nicht. Da war ein echter Mensch dabei. Nein, das war kein echter Mensch. Nur kurz fürs Archiv. Da sind keine echten Menschen drin, ne? Heute nicht. Echte Menschen, Digga. Was redet der? Du hast ja gerade fast eingestrollt. Ich war der Herr der Lage. Bei dir muss man immer aufpassen. Manchmal sagst du dann nein. Ich möchte eigentlich auf das hohe Ding da drauf. Also eigentlich auf das Große. Was hat er gesagt? Gerade gehört, Alter? Was hat er gesagt? Da war gerade Jibi rein in die Olga. Also. Oh, hier Pommes, Digga. Eine geile Pommes, ja, jetzt sag ich ehrlich. Das ist gut. Mal eine Schale, Digga, würde ich sagen. Man muss ja sagen, auch in 2 Jahren kann auch viel passieren. Sag mal, hallo, nicht klauen hier. Das sollte unauffällig passieren, sorry. Ey. Ich würde das mal gerne Bescheid sagen, wegen Hygiene können das eine nicht übergreifen. Es ist unmöglich von dir, Junge. Der Typ, der da gerade reingegriffen hat, den haben wir aus der Lebenshilfe mitgenommen. Mach dir da keinen Kopf drum, das passiert dir täglich bei mir. Ja, ja. Nö, ich nehm Knoblauch, Digga. Mach's gut, ciao. So, jetzt mach ich mal den Live-Test. Boah. Alter, die Knoblauchsoße hat richtig Biss. Lecker. Oder? Ist deine Soße sehr scharf? Nee, gar nicht. Jetzt wirklich, Walla? Nee, Walla, ja. Also, das muss ich als kleinen Kreditpunkt, die als scharfe Soße zu verkaufen. Also, sie ist nicht scharf. Und das sag ich, der Schärfer in Freddy as fuck ist. Riecht schon lecker, ne? Ja. Nee, ach Quatsch, ach komm. Ich hab die auf die Jacke gekleckert. Ja. Ich steck so aus der Fresse, das Knobi, Alter, das ist nicht normal. Oh nein, da ist der Maiskolben. Nein. Ey, jetzt, da muss ich noch hin. Wir hätten gerne 2 Maiskolben. Einmal und einer. Danke. Mein persönliches Highlight immer. So Maiskolben und Champignons mit Knoblauchsoße. Ja, Champignons auch stark. Und von denen kriege ich immer Durchfall. Ah, okay. Immer. Nicht schon wieder. Oh, heiß. Uah. Aber du sagst dann einmal und beißt dann wieder rein. Weißt du, was ich auch mal mit so einem Maiskolben gemacht habe vor einiger Zeit? Ihnen jemanden rein? Ja, nee. Wie viele Maiskörner sind stecken geblieben? Alle.
Oh, da ist eine Lücke, interessant. Der Junge ist mehr Backstage als wir. Kein Disrespekt, aber ich würde dir Maiskolben zu Hause besser machen. Ja? Von den Gewürzen her. Aber lecker ist er trotzdem. Ja. Guck mal genau zu, wie man es jetzt macht. Entschuldigung, hättest du noch eine Serviette für mich? Hast du gesehen? Ja, ich wollte halt nicht auffallen. Weißt du? Ich wollte es so auf heimlich machen vorhin. Alles gut. Ich wollte die Produktion nicht stören. Jetzt kommen Erinnerungen hoch, und zwar bei dem Game. Wir wollen einmal einsteigen. Ja, gerne, ne? Freie Bahn darf besetzt werden. Ah, okay, Moment, ich muss an die 3. Ich gehe an die 4, weil 4 steht für Lifestyle. Achso. Ah, Mann, ey. Und ab dafür. Dabei. Rechts mit dem Rechts. Hier gibt Gas. Jawohl. Mann! Bahn 6. Ach, Mann, ey. 7 und 12 im Rennen. 12, 6, 7. Bahn 12 hinter der Elfer für Sieger hier. Die 10 bleibt dran. 6 und Sag mal, wisst ihr was? Jawohl, geht alles. Was? Ach, Digga, ist doch nicht normal, Alter. Was? 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 Hä? Warum? 6, 7, 4. Wer macht? Oh! Und ja! Ja! Weil ich beliebt hab! Hast du gewonnen? Was kann man damit machen? Behalten, ich brauch nichts, alles gut. Ich bin nicht schlecht, Digga, alles gut. Okay, gut. Das gut gehen, danke. Nicht schlecht. Ich glaube, von allen Minigames, die wir gemacht haben, habe ich aufgeholt. Ich habe 3 gewonnen jetzt. Ja, das ist nicht schlecht. Da rein, ja. Ja, ich glaube nicht, Digga. Wirklich nicht. Bei TikTok werden mir immer Videos vorgeschlagen von solchen Dingern, die kaputt gehen. Ach, guck mal, da hinten ist sogar noch ein Riesenrad. Ah, oder da hinten ist die wilde Maus. Das ist die wilde Maus, wo es so rechts nach links geht. Aber wir gehen auf den Alpencoaster. Drei Mann mit. Einmal Kamera und 2 Leute. 3 Leute. Ja, und du setzt dich da vorne hin. Wir da oben fahren. Digga, das ist, ich sag dir ehrlich, das Ding ist hier nicht ohne. Hättest du mir ein Problem, wenn ich erbreche? Oh, Mann, ey. Ohne. Das knallt aber schon rein. Digga, da, guck mal da, Alter. Jetzt geht's los! Scheiße! Ah! Ja! Oh. Ui. Oh, nochmal! Salam, moin Jungs, hallo, moin Jungs, salam, hallo. So, jetzt aber, ja, so, ja. Oh. Da sind die Fotos, wollen wir mal gucken? Ja, wir gucken mal. Als Erinnerung nehmen wir das mal ja, mit. Ja, ja. Wir nehmen mal die 72, einmal, Meister. Ich glaube, der ist gut geworden. Wie war es für dich? Routine, Professionalität. Oh Gott. So, einmal für dich als Geschenk, wir gucken für uns beide einmal. Alter. Es hat mich eiskalt erwischt. Und? Ist ein gutes Bild, ne? Ja, schon süß, ja. Ich hab's richtig enjoyed, Digga. Also ich bin auch nochmal für Dosen werfen und auch nochmal schießen, Digga. Ja, schießen können wir auch nochmal machen. Steht auch offiziell, glaub, wenn alle mitgerechnet haben, 3-2. Dann schauen wir mal. Dann hätte ich gerne einmal 20 Schuss. Okay, jetzt gehen wir wieder rein. Darf man abschützen erlauben? Das müsst ihr unter. Wollen wir ohne oder mit? Ohne. Okay, der erste, muss man sagen, ist daneben. Das ist
kein Punkt für den jungen Marcel Eris, also der sich hier zum ersten Mal am Schießstand befindet. Bei den bewegten Zielen der nächste Schuss. Auch daneben! Montana Black 88 kann nicht in der zweiten Runde überzeugen. Wir gehen rein in Runde Nummer 3. Und da ist der erste Treffer. Und drei Schüsse waren das an dieser Stelle. Treffer Nummer 1 für... Treffer Nummer 2 für den jungen Sportschützen aus Buxtehude. Und er überzeugt mit einem schnellen, aufeinanderfolgenden Schuss. Und macht weiter mit dem... Man weiß es nicht, was es ist. Aber 4 Treffer an dieser Stelle sind hier und es sind noch 6 Schüsse übrig. Der 6. Schuss an dieser Stelle wurde nicht getroffen. Nicht getroffen. Er versucht sich rauszureden, aber das kennen wir ja schon von ihm. Damit hat er keine Erfolg und da wurde der 5. Treffer gelandet. Ja, mal sehen, was wir von dem 34-Jährigen hier noch erwarten können. Nicht mehr viele Schuss sind übrig. 5 hat er getroffen. Herz von St. Pauli steht auf seiner Waffe und da trifft er den Schuss. Ich glaube, alles so 20 geladen? Nee, nur 10. 20 Schuss drin oder 10? Nee, da sind über 20. Okay, dann kannst du jetzt. Okay, dann habe ich getroffen 6 Stück. Du hast 6 Stück getroffen. Ja, das war also ich habe zum Schluss die Taktik eigentlich rausgehabt, aber der Anfang ist schwer und ich lege auch immer vor. Er weiß jetzt, wie es geht, das nervt. So, erster Schuss bei Marc. Alter, das geht ja ziemlich schnell. Er macht jetzt hier nur Show, er weiß ganz genau. Er hat ja bei mir abgeguckt, wie es geht zum Schluss. So, der erste Schuss auch daneben, so wie bei mir. Man muss eine gewisse Taktik, dann funktioniert es eigentlich, denkt man. Oh, okay, interessant. So, 2 Schuss, zweimal nicht getroffen. Interessant. Oh, okay. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt den nicht triffst, musst du darauf jeden treffen. Nur damit ich dir noch den Druck noch mal ein bisschen erkläre. Jetzt musst du treffen, ganz wichtig. Okay, jetzt musst du treffen. Ah. Und jetzt, warte mal, lass mal kurz gucken. Jetzt hast du noch 5 Schuss und alle 5 Schüsse müssen treffen. Ansonsten hast du das dicke L auf der Stirn. Jetzt treffen, Marc. Druck ist da. Druck ist da. Oh, das ist dann die Versagergene, die dann durchkommen. Am Ende der Jagd, lieber Livestream-Chat, werden die Hasen gezählt. Ich habe Marc so ein bisschen, wir brauchen uns das Loser-Gameplay da gar nicht mehr angucken, der trifft gar nichts. Am Ende ist es so, ich hab ihn ein bisschen so, gewinn mal ein bisschen, aber zum Schluss zeige ich ihm, wer der Löwe hier ist. Wer der Löwe hier ist. Gibt's ja auch Trostpreise für Kinder, oder was? Was war da los? Was war deine Taktik? Erzähl mal bitte. Die werde ich dir nicht verraten. Ich habe nichts, ich konnte nichts treffen. Unglaublich. Schönen Tag euch, ciao. Ja, da muss man fairerweise... 4-2. 4-2, muss man fairerweise da... Basketball habe ich noch nie gespielt. Also Basketball habe ich schon gespielt, aber das Spiel noch nie. Du fängst an. Also, das Spiel ist ganz einfach. Du kannst ja bei den anderen gucken. Ja, du musst reinwerfen. Genau, richtig. In einer gewissen Zeit so viel wie möglich. Los geht's. Auf Zeit. Oha. Oha, Marc. Oha, 3 von 3. Kann er das aufrechterhalten, das Tempo? 3 von 3. Oh. Okay, das ist nicht schlecht. 3 von 3. Ah, Mando, der ist vorbei. Der ist auch vorbei. Der ist drinne. Gut, das sieht nicht schlecht aus bei Marc, muss ich ehrlich sagen. 10 Sekunden noch Zeit. Der legt ordentlich einen vor. Marc legt ordentlich einen vor. Der ist draußen. Der ist drinne. Der ist vorbei. Und das war's. Den letzten rein. Also das war ein guter Schnitt. Du hast 30 Sekunden Zeit gehabt und hast 14 Punkte gemacht. Okay. Also ich würde behaupten, dass es schwer ist zu toppen. Oh, okay. Der beginnt mit dem ersten Wurf und der ist daneben. Der zweite Wurf auch daneben. Und da ist einfach die Nervosität. Einen Ball hat er bis jetzt getroffen. Es sind auch nur noch 29 Sekunden Zeit. 27 und das wird schwer für den Spieler hier. Jahrelange Erfahrung, wie er schon gesagt hat, ist er ein bisschen außer Übung, was das Einlochen angeht. Und das sieht man auch hier tatsächlich. Er scheint ein bisschen nervös zu sein. Fokussiert auf den Ball, aber es will nicht so. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und da muss man sagen. Einer, ne? Den hast du noch. Ja, den hast du noch. Okay, Marcel, das war knapp. Du hast gewonnen. Ja. Also, aber steht da nicht 3-2. Also, 4-4. Ich hab. 4-2 steht das Endergebnis. Ja. Aber das ist ja ein insgesamtes Spiel. Ah, okay. Also, wir können jetzt noch einmal machen. Best of 3 dann mäßig, ja, best oder of 3, ja. Okay, ja. Gut.
Dann versuche ich jetzt vorzubringen. Okay, und er möchte es noch. Er möchte es nochmal wissen. Er möchte nochmal angreifen hier. Mal sehen, ob er sich einspielen kann. Da geht der erste Ball. Rein geht der zweite Ball auch. Und der dritte Ball. Der vierte Ball geht daneben. Der fünfte Ball geht daneben. Der sechste Ball geht rein. Und damit haben wir 27 Sekunden. Und auf dem Scoreboard lesen wir 6 zu kurz. Und wieder versenkt. Aus. Und da ist er drin. Und da ist er draußen. Und da ist er draußen. Und da ist er drin. Und draußen. 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 Drinnen. Oh, 4 Sekunden noch. 4 Sekunden noch. Und 10. Oh, 11, 11, 11. Und da ist es vorbei, mein Lieber. Vorbei mit 10. Die springen ganz schön doll, die Dinger. Aber egal, alles gut. Vielleicht war es auch nur ein Glücksrand, den du hattest. Aha. Interessant. Interessant. Ah, jetzt fangen sie auch an zu springen bei Marc. Marc ist nervös ein bisschen. Aha, interessant. Aha. Jetzt musst du noch einen machen? Okay, schon hat er gewonnen. GGs. 4-3 im gesamten Rating. Ich bin's, Tim. Hätte ich jetzt besser von mir erwartet. Ich will nochmal einen Greifautomaten. Nochmal einen Greifautomaten, okay. Wir gehen nochmal. Am Anfang der Greifautomat hatte schon einen coolen Stuff. Das ist auch so ein Mysterium, ne? Guck mal, das sieht so aus, als wäre es so leicht, aber es ist gar nicht leicht. Also das ist ein lizenziertes Star Wars Produkt. Los geht's. Thank you. Der hier links, der da links, der so aufrecht steht. Der hier. Den? Der ist es. Oh, der kommt gut. Oh, bitte, oh nein. Thank you. Kein Wunder, dass ich als Kind nie verstanden habe, das Teil das nicht. Jetzt verstehe ich, dass das manchmal sich öffnet. Boah, guck mal, du musst taktisch vorgehen. Nein, das hat nichts mit Taktik zu tun, Digga. Aber guck mal, der links, der aufrecht steht, ganz links das außen. Das hat alles damit nichts zu tun, Digga. Von 100 Mal oder so, oder 200 Mal, schließt einmal die Kralle unten richtig. So, mach ein Foto, Marc, beim Glücksspiel. Thank you. Mit Taktik jetzt. Mit Taktik, Digga. Was Marcel nicht versteht. Bruder, der greift gar nichts, der geht ins Leere. Digga, was willst du denn da greifen, Alter? Guck mal, was du nicht verstehst, ist, ich möchte nicht darauf warten, dass der Greifautomat das macht, sondern ich möchte das. Yes, gut. So, ich bin fertig damit. Danke dir. Yes, Dankeschön, das war's. An dieser Stelle. Ein Feini. Ja, also normalerweise würde ich hier einen angeln, aber habe keine Freundin. So, wir gehen hier rum, komm. Sie sehen eigentlich jetzt gut aus. Ja, komm. Auch mal direkt schon ein bisschen den Automaten vorfüttern. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe ja vorgelegt. Das ist aber kein Minigame hier. Oh, der Ei. Der ist aber schon bewusst, dass das jetzt gerade bei dir kein Können war. Hä, Marcel, ich verstehe nicht. Hä? Ja, du bist der beste Mann. Jetzt kommt er. Wolltest auch mal die Kategorie auf Slots umstellen, Kappa? So, der kommt perfekt. Guck. Oh, der kommt gut. Nein, Marcel! Mit dem letzten. Marcel! Du hast ihn, Marcel! Marcel! Alter, da ist er! Ey, Marcel! Herzlichen Glückwunsch! Einer der größten Erfolge! Ja, aus den letzten Monaten auf jeden Fall. Und eins weiß ich, die Sabrina, die läuft nicht weg. Ich freue mich schon auf heute Abend, Alter.